So, ihr Lieben, also Klaus-Dieter schläft immer noch, aber während er jetzt am Schlafen ist, hat er einen Anruf bekommen. Und zwar von Alu Bansch. Der Backfisch Alu Bansch ist davon überzeugt, dass jemand die falsche Zahnbürste benutzt. Genauer gesagt, die Zahnbürste von Alu. Das Kind bietet mir als Bezahlung sein Taschengeld an. Na gut, dann frage ich ihn mal, wer sowas tun könnte. Und dafür bekommt er Berufserfahrung in Simleon. Muss er machen? Reicht mit Schlafen? Du sollst ja auch nicht den ganzen Tag verpennen. Iss einen Happen. Snack essen. Eiscreme auf. Muss jetzt reichen. Hau rein, Klaus-Dieter, hau rein. Das passt doch, als abgewiesener, liebender Eiscreme zu essen. Eiscreme ist gut gegen Liebeskummer. Gut, dann schicken wir ihn noch kurz zum Schnäppchenschorsch. Und dann sollte er nach Verdächtigen fragen. Sprich mit Alu, um diesen Teil der Gelegenheit abzuschließen. Beeil dich, bevor Alu ins Bett geht. Also das Stehpinkeln werden wir uns irgendwann aber auch mal abgewöhnen. Herr von und zu. Unmöglich. Ah. Und Schnippchen-Schorsch ist schon wieder verstopft. Wir kümmern uns später drum. Raus in den Regen, auf zu Alu. Und Leute, bei mir geht mal wieder das Telefon. Wir machen eine kurze So, Unterbrechung. ich bin zurück. Ich muss mir angewöhnen, das Telefon leise zu stellen, wenn ich aufnehme. Klaus-Dieter ist also immer noch auf dem Weg zu Alu Bansch. Mal schauen, ob er herausfindet, wer seine Zahnbürste benutzt. Die Kriminalität steigt aber auch immer mehr. Fremde Zahnbürsten benutzen. Die Mitputzgelegenheit. Alu Bansch konnte mir nicht viel erzählen. Ich sollte Jack Bansch befragen, um die Wahrheit zu erfahren. Oder ich besteche ihn, um die gewünschten Informationen zu bekommen. Bezahle Jack Bansch für Informationen. Nicht gerne, aber wir machen es mal. Ich hoffe, es wird nicht zu teuer. Na und, Wasserfragen. Sprich mit Jack, um diesen Teil der Gelegenheit abzuschließen. Okay. Die Spannung steigt. Ja, los, Klaus-Dieter, wo hängt's? Steht da im Regen und tut nichts. Ja, stell dir vor, es regnet. Ah, jetzt. Das scheint Check zu sein. Auch ein Polizist. Ich hat er dir nichts erzählt. Vielleicht sollte ich netter zu Check Bunch sein, bevor ich das noch einmal versuche. Gut, okay, wir sind nett zu ihm. Stell dich erstmal angemessen vor. Erzähl ihm was Lustiges. Lustiges Video zeigen. Und das im Regen. Na toll. Das Leben eines Ermittlers ist hart. Freundlich. Na, Karrierefragen.
Und so wie dann Kompliment überhaupt. Weil ihr Bandeklein zu? Maybe wa! Bawujatu! Samin! Frag ihn mal nach Schulhunde. Klaus-Dieter hat erfahren, dass Jack beim Militär arbeitet. Ach Gott sei Dank, kein Polizist. Kanji Haladobo? Abu Bamfunai Sangayala Jablan. Klaus-Dieter hat erfahren, dass Jack die schulische Laufbahn in der Einrichtung Oberschule der Nachbarschaft abgeschlossen hat. So, und jetzt fragen wir doch nochmal nach dem Mundwasser. Chibi. Noch netter. Sie versuchen es anders. Sind wir stechen. Oh, oh, oh. Mit 50 sind wir und das reicht. Safli! Osana! Ja, ja, dann machen wir das auch schon. Zartadu. Gut, mit der Info raus. Für das Geld hätte man eine Menge Zahnbürsten kaufen können. Also, auch mit Bestechung war nicht viel rauszuholen, obwohl ich ziemlich tief ins Portemonnaie greifen musste. Ich sollte es einfach dabei belassen. Alu Bonsch Bericht erstatten und aufhören, meine Zeit mit solchen Kleinigkeiten zu verschwenden. Aber wirklich. Erstatte Bericht. Immerhin hat er Berufserfahrung bekommen. Na, das sieht doch schon gar nicht so schlecht aus. An der Logik sollten wir auch unbedingt arbeiten. Na komm, Alu. Es ist sinnlos. Kauf dir eine neue Zahnbürste und versteck sie irgendwo. Handle on me. Jonah. Jonah Chush? Oh nein, das Kind hat mich reingelegt. Es hat gar keine... Es hat gar keiner die Zahnbürste benutzt. Alles inszeniert. Alu Bonsch wusste, dass ich es mit Bestechung versuchen würde. Also wurde die Geschichte von der Zahnbürste erfunden, damit ich meine Taschen leere. Demnächst sollte ich mich vor diesem Kind besser in... Acht nehmen. Na, aber immerhin, er hat 500 Simleon verdient. Er hat Berufserfahrung bekommen und die frische Art und Stimmung. Okay, toll, schön, wunderbar. Das ist doch toll. Geh nach Hause. Klaus-Dieter geht nach Hause. Naja, Geld verdienen ist ja nicht schlecht, deswegen machen wir das Ganze ja. Immerhin hat er jetzt schon mal 1782 Simeon. Das ist ein Anfang. Jetzt müssen wir das mit Pauline irgendwie noch klar machen. Schauen wir uns mal die genauer an. Ah ja, sie ist bindungsphobisch. Das ist gar nicht gut. Ob das was wird... Ehrgeizig, kokett. Naja. Tja. Genau. Geh schlafen. Es ist schon wieder 11 Uhr. Neuer Tag, neues Glück. Und wir schauen dann einfach morgen wieder bei dir rein. Schlaf gut, Klaus-Dieter. Ihr Lieben, Klaus-Dieter schläft noch, aber ich habe mir mal gerade seine Beziehungen nochmal näher angeschaut. Und da steht bei Pauline als Partner Klaus-Dieter. Das finde ich doch schon mal cool. Und noch cooler. Henk, Partner, keinen. Sehr schön. Vielleicht wird es ja doch noch was mit Pauline. Vielleicht können wir ihre Bindungsphobie irgendwie bekämpfen und sie überreden,
bei uns einzuziehen. Okay, es ist 6 Uhr morgens und Klaus-Dieter ist hungrig. Oh, was tun ich? Ja. Du kriegst gleich was. Mach dir mal ein gescheites Frühstück, mach mal ein paar Waffeln. Und anschließend darfst du auch gleich wieder aufräumen. Da stinkt die Eiscreme vor sich hin. Warum nicht bekommt er das hier mit den Waffeln? Ging dieses Ei jetzt nicht etwa daneben? Okay. Alles in die Schüssel und rühren. Und er möchte immer noch eine Party veranstalten. Na, schauen wir mal. Jetzt gibt's erstmal Waffeln. Und dann sollten wir uns vielleicht noch mal ein wenig um Pauline kümmern. Wenn du den Backofen nicht zulässt... Ach du meine Güte, es brennt! Ich hab's befürchtet. Komm, Flammenlicht. Super, das mit den Waffeln wird wohl nix. Hervorragend. Ich hasse Billy den Erde. Ach, Klaus, Dieter, du bist aber auch zum Fisch verfolgt. Die ganze Küche brennt. Wo bleibt die Feuerwehr? Gibt's das? Okay, zur Deckung des Feuerschadens gewährt dir die Versicherung 120 Simoleon. Na, fantastisch. Und was mit meinen Waffeln? Ah, jetzt kommt die Feuerwehr. Jetzt können das für 400 ersetzen und 120 Simoleon bekomme ich. Scheiß auf Herd. Es gibt einen Snack und zwar gefrorenes Hirn à la Mode. Mmm, lecker. Ich bin begeistert. Ihr solltet in Zukunft wirklich besser Acht geben. Tja. Das sagt sie so leicht. Eigentlich hat er ja nichts falsch gemacht. Also den Herd machen wir mal weg. Wer braucht schon einen Herd? Herde werden völlig überbewertet. Das braucht kein Mensch. Essen wir eben kalt, bevor es nochmal brennt. Da kannst du auch mal aufräumen. Post nehmen. Oh, er hat Post. Klaus-Dieter hat in der Post einen Brief von Pauline Wann erhalten. Er ist mit Herzen und kleinen Kritzeleien übersät. Leute, so schnell kann ich nicht lesen. Die Pauline und Klaus-Dieter küssend darstellen. Hervorragend. Ruf sie an. Ruf sie an, ruf sie an. Sim anrufen. Nach Hause einladen. Natürlich, die Pauline, wen sonst?
Lurbalosh, Lurbalzor. Klar, ich komme gleich mal rüber. Lurba. Super Sache. Lurba, super Sache. Aminanala. Da liegt ja schon wieder eine alte Zeitung. Du räumst in der Zeit mal auf. Und dann hoffen wir, dass Pauline gleich kommt. Wir müssen dringend gegen ihre Bindungsphobie anarbeiten. Oh Gott. Gegen ihre Bindungsphobie arbeiten. So geht das ja nicht. Da ist sie auch schon. Angesprochen werden. Okay. Ah, Gunadata, Nebaklona. Auch wenn du erkältet bist, Klaus-Dieter, küss sie einfach. Macht nichts, wenn sie sich ansteckt. Dann ist sie geschwächt und vielleicht nimmt sie dann einen Heiratsantrag an. Flirte noch ein wenig mit ihr. Was können wir denn noch machen? Kompliment über Aussehen. With the Galona. Streichle ihr die Wange. Ashlo. Krummschmusen. Wir werden dich schon weich kriegen, Pauline. Magna. Massiere sie noch ein wenig. Giaka, Isando? Romantisches Foto aufnehmen. Ach was. Küss sie lieber. Küsse Fika. Romantisch. Ha, Baby machen könnten wir. Erstmal Techtle, Mächtle. Wir wollen es ja nicht gleich übertreiben. Pauline soll ja dann entweder wieder ausziehen oder arbeiten gehen, wie ihr entscheidet. Also ein Baby wäre jetzt vielleicht etwas unangebracht. Irgendwann mal. Ja, erstmal das Bett machen. Genau. Wer will schon in einem ungemachten Bett rumtächteln, mächteln? Ernie? Oh oh. Klaus-Dieter muss zur Toilette. Dann tächtel, mächtelt mal. Wir schauen in der Zeit mal auch mit. Schnäppchen-Schorsch, alles in Ordnung ist. Säubern. Was sollte der denn? Vielleicht auch mal machen. Was soll Pauline denken, wenn sie die schmutzige Toilette sieht? Na, das hat anscheinend geklappt. Ging auch relativ schnell. Toll. Mach die Toilette sauber, Klaus-Dieter. Und dann solltest du sie dringend benutzen. Und schmutzig bist du auch schon wieder. Oh, Pauline freut sich. Hervorragend. Na, das ist doch nicht schlecht. Aber ich denke, bevor ihr wieder einen Heiratsantrag macht, sollte er schnell ein Bad nehmen. Ein ganz schnelles Bad. Komm, beeil dich mal, Klaus-Dieter. Wo geht sie denn hin? Sie wird doch hoffentlich nicht nach Hause gehen.
hinten raus von rein, ja. Okay. Warum auch nicht? Pauline muss bald gehen. Nein, Pauline muss nicht gehen. Pauline nicht gehen. So nicht. Wir versuchen es gleich nochmal mit dem Heiratsantrag. Und du bist sauber genug. Nicht gehen, Pauline, nicht gehen. Bitte nicht. Lass Klaus-Dieter nicht alleine. Und sie ist weg. Na schön. Okay. Wenn es mit der Liebe nicht klappt, vielleicht klappt es mit dem Job. Gibt es denn irgendwelche Arbeiten zu erledigen? Nach Fall suchen. Okay. Hoffentlich gibt es was Spannendes, das viel Geld bringt. Na, such schneller, Klaus-Dieter. Hau ran. Und? Und? Ja, was jetzt? Kein Fall gefunden? Nein? Ich bin erschüttert. Ja, dann isst mal schnell was. Hirn à la mode. Ach nein, er spült Geschirr. Auch gut. Na komm, versuch's nochmal. Gib nicht auf, Klaus-Dieter. Gib nicht auf. Es wird doch wohl ein Verbrechen geschehen sein in dieser Stadt. So friedlich? Zu friedlich? Aha, System gehackt. Kobias Kofi regt sich über einen Betrug auf, der nicht am Telefon besprochen werden kann. Hier werden meine Dienste benötigt, also bringe ich bei Kobias Kofi die Einzelheiten in Erfahrung, damit ich meine Arbeit beginnen kann. Mach das, Klaus-Dieter, mach das. Und los geht's. Stürz dich in die Arbeit. Bekämpfe das Verbrechen. Sei unser Held, Klaus-Dieter, sei unser Held. Und da ist er ja. Ikundu. Steam. Tonkala. Liane Landgraf hat sich in den Privatcomputer von Kobias Kofi gehackt und ein paar Dateien mitgehen lassen, um sich damit auf der Arbeit eine Beförderung zu erschleichen. Ach, sowas? Kobias verlangt von mir Beweise, damit alles wieder in Ordnung kommt. Dafür muss ich mich in den Computer von Liane hacken. Na, das hört sich doch schon mal spannend an. Computer hacken. Macht er das jetzt von zu Hause aus oder muss er da hin? Geh mal nach Hause. Ja, ja, Gitarre spielen werden wir irgendwann auch noch. Aber jetzt ist es gerade spannend. Gut, dann schauen wir mal, ob wir das von unserem Computer aus machen können. Ja, Computer von Liane Landgraf hacken. Wer hätte von Liane so etwas Böses erwartet? Wusstest du, dass wieder alte
Unmengen von Geld besitzt? Das hätte ich nie gedacht. Aha, ich auch nicht. Du schaffst das, Rostita, du schaffst das. Vielleicht ein wenig schneller arbeiten. Diese böse Liane. Das Verbrechen kennt keine Grenzen. System gehackt. Das System von Liane Landgraf ist nur laienhaft geschützt. Lediglich ein lausiges Zugangsschutzsystem und ein schludriger Passwortschutz waren mir im Weg. Ich habe mir die Dateien geschnappt, ein paar Überraschungen hinterlegt und das System wieder verlassen. Davon werde ich jetzt Gobias Coffee erzählen. Mach das! Mach das! Wie geht's dir denn? Okay. Okay, ja, du hast Hunger. Aber das schaffen wir noch jetzt. Der wird sich bestimmt freuen. Komm, ich gebe fette Belohnung. Na also, Gobias Coffee schäumt immer noch vor Wut. Meine Arbeit ist hier beendet. Ich habe mein Geld genommen und dem Internetbetrug Lebewohl gesagt. Verdienst von Klaus-Dieter Berufserfahrung und 500 Simoleon. Und er möchte jetzt unbedingt Gitarre spielen. Ach, Klaus-Dieter, du bist doch hungrig. Geh nach Hause, iss was. Verhungert nutzt du uns nichts. Wir wollen ja nicht mit einem Skelett weiterspielen. Schreibt es mir in die Kommentare, falls ihr das doch wollt. Dann lassen wir uns was einfallen. Gut, also, öffne mal den Kühlschrank. Nimm dir einen Salat. Wie sieht's denn jetzt aus mit seiner Karriere? Das sieht doch gut aus. Ja, aber wir müssen die Logikfähigkeiten mit Sicherheit noch verbessern. Aber es wird. Lecker Salat. Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente. Und sein Handy geht. Wer das wohl ist? Ja, da geh mal ran. Genau. Kajanga? Oh, ja. Kazawa. Aha, war wohl ein Scherzanruf. Räum erstmal auf, Klaus-Dieter. Irgendwann kannst du dir auch wieder eine Haushaltshilfe leisten. Das Buch liegt schon wieder da. Und dann solltest du dringend noch etwas Logik lernen. Über 20.000 Simoleon besitzen. Finanzielle Sicherheit ist für viele gleichbedeutend mit einem schönen Haus, teuren Möbeln und ein paar Reserven auf der Bank. Das Familienvermögen deines Sims setzt sich aus der Haushaltskasse und dem Grundstückswert zusammen. Ich hoffe, wir können ihm diesen Wunsch bald erfüllen. Lies schneller, Klaus-Dieter.
dreckige Umgebung. Okay, was ist schmutzig? Und das Handy geht wieder. Geh lieber mal ran. Nicht, dass es Pauline ist. Es ist Pauline. Pauline, wann möchte plaudern? Na klar. Klar hast du da Lust. Baumosa. Faux locks me. Klongmack. Nordisch. Ja, erzähl mir, dass du Hunde bist. Klischnib. Blurdo. Blurdo Chocoblart. Lurkerunky. Erzähl ihr von deiner Computermaus. Das wird sie brennend interessieren. Von deiner neuen CD. Die du dir nicht leisten kannst. Ja, Musik ist immer ein gutes Thema. Kaluni Sofa Janarga Arforkas. Du bist ja ein Teddybär. Ja, hast ja sonst nichts zu knuddeln. Uza Nobi. Nobi Stepen. Ja, mit Pauline knuddeln wäre besser. Klischnebor. Buchen lard. Fisch in der Meinung. Sidi Buchen. Okay. Ja, gut, da. Geh fein schlafen, ne? Es wird wieder Zeit fürs Bett. Gute Nacht, Klaus-Dieter. Schlaf gut. Träum was Schönes. Immerhin, mittlerweile haben wir schon 2400 Simlion zusammen. Ich denke, das ist ein guter Anfang. Und wir hören uns wieder an einem neuen Tag im Leben von Klaus-Dieter Adelsberg.